Hammermeldung aus München. Der FC Bayern ist interessiert an einer Verpflichtung von Leao. Der spielt in der Serie A bei AC Milan und zeigt auch regelmäßig in der Nationalmannschaft von Portugal sehr starke Leistungen. Vor allem in der WM sehr, sehr geile Spiele gemacht und sehr stark beteiligt daran gewesen, dass AC Milan in der letzten Saison den Titel der Serie A geholt hat. Und jetzt tatsächlich bietet der FC Bayern Coman als Tauschspieler an. Und was ich sehr, sehr schade finde, vor allem weil Coman mein Lieblingsspieler beim FC Bayern ist und meiner Meinung nach der stärkste Außenspieler, den die Bayern besitzen. Klar, man hat jetzt einen Mané geholt, aber der funktioniert noch nicht so richtig beim FC Bayern. Und da muss ich tatsächlich sagen, gefällt mir ein Coman mit am besten in München. Coman hat einen Vertrag bis zum 30.06.2027, glaube ich, bei Bayern, also sehr, sehr langfristig. Und da müsste man für den Spieler auf den Tisch sehr viel Geld legen. Bayern möchte aber Leao haben und der hat einen Vertrag bis zum 30.06.2024. Möchte AC Milan den aber jetzt nochmal für viel Geld verkaufen, müssen sie das jetzt im kommenden Sommer machen, weil er sonst am Ende ablösefrei wechselt. Bayern macht sich jetzt an die Arbeit, wie gesagt, bietet Coman, da muss, glaube ich, meiner Meinung nach vielleicht noch ein bisschen Kohle herspringen, weil Leao von ganz Europa ja gejagt wird. Liverpool, Man City, Chelsea, Man United, Real Madrid, alle wollen diesen Spieler haben, weil er so krass ist. Und tatsächlich wäre das ein kranker Transfer, aber bitte nicht im Tausch gegen Coman. Das finde ich sehr, sehr schade, vor allem, wie gesagt, Coman, mein Lieblingsspieler, würde ich sehr traurig finden und auch sehr, sehr schade, muss ich tatsächlich sagen. Bayern-Fan durch und durch. Den einen oder anderen wird es wahrscheinlich gefallen, weil, ich sag mal, Leao der viel größere Shooting-Star ist aktuell und auch sehr, sehr starke Leistungen bringt. Der möchte auch unbedingt weg aus Italien, möchte den Verein wechseln und das macht auf jeden Fall die Position von FC Bayern viel, viel stärker. Aber wie gesagt, wenn dann Vereine aus der Ecke kommen wie Man City, die dann halt sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen und im Sommer dann für Leao so viel anbieten, weit über 100 Millionen, kann ich mir vorstellen, dass es Bayern sehr, sehr schwer haben wird. Und deshalb versucht man es mit einem Spieler, der langfristig einen Vertrag hat und auch sehr, sehr viel Geld kosten würde, aber auf jeden Fall nicht so viel wie Leao. Was denkt ihr, Leute, über diesen Transfer? Sollte Leao zum FC Bayern kommen? Sollte sich Bayern wirklich um ihn bemühen? Und sollte ein Coman tatsächlich weg? Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Abonniert meinen Kanal und teilt das Video. Nicht vergessen, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.